Hallo miteinander und willkommen zurück zum Mountain Blade 2 Bandlord mit Torrengant. Es geht weiter. Wir sind in Yakulan gerade. Wir haben ein kleines Turnier gewonnen. Es gibt hier theoretisch nochmal eine Quest eventuell. Das ist eine Karawane wieder. Ich denke, dass wir das sogar machen werden. Wir werden aber ganz gut erstmal nochmal in die Schmiede gehen. Und der Schmied, der steigt auch, wenn wir dieses Zeug auseinanderbauen. Ich habe das schon richtig gesehen. So, dann machen wir hier nochmal so einen Eisenspatter hier. Dann haben wir hier nochmal eine Galloglay-Axt. Oh, sehr gut. Small-Bit-Axt, Short-Simple-Spear. Ah. So, dann haben wir Sui weiter. Der muss ja auch gelevelt werden. Okay, jetzt kann jemand anders noch hier, komm mal. Im Schmelzen kriegst du ja auch noch hin, wa? So. Ein bisschen viel von dem Zeug. Da sollte man vielleicht mal schnell was verkaufen noch. Neben dem anderen Gedöns, was wir so aufgesammelt haben. Was gar nicht so wenig ist. Fast so ein Flat Top, der gute Helm, den wir eh nicht benutzen. Da ist, glaube ich, der hier besser. So, und dann machen wir mal hier so ein bisschen Wrought Iron. Bisschen krude. Iron. Drei davon. 91 Grain ist auch. Nicht gerade wie die, aber diese alten Dinger können wir auch mal wegpacken hier. Eigentlich können wir die Flüsse jetzt auch verkaufen. Weil wenn, dann werde ich sie einschmelzen. So 18.009. Also wenn wir uns bei denen hier anschließen, ne? Yakulan, was haben wir denn hier so in der Gegend? Brauerei, Livery. Okay, es gibt Lachs, Eisenerz, Oliven. Okay, ist aber alles nicht so geil, ne? Alles ist nicht so, wo ich sagen würde, doch, das macht mich an. Schauen wir mal lieber, na wobei, nee, dann machen wir erstmal die nächste Karawane. Machen wir das. So, reden. Ich bin Torren. Ja. 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 Das deckt zwar nicht unsere Umkosten, diese ganze Sache. Aber nur solange wir genug Leute hier ausschalten, die ganze Zeit unterwegs, warte mal. Oh, wir werden mal in der nächsten Stadt nochmal unsere Gefangenen verkaufen. Da ist schon die erste. So, helfen, angreifen. Dürfte sogar auf offenem Feld sein, ich wollte gerade sagen. Archers! Archers, so. Mal hier ein bisschen weiter hier stellen. Horsebowmen! On my flag! Cavalry! On me! So, komm schon, Jungs. Reiten wir ihnen entgegen. Einer von unseren. Komm schon! Geh ins Getümmel hier! Warriors! At them! Chargen, chargen, chargen! Das war's nämlich schon, glaube ich. Na ja, komm schon! Ist noch jemand hier hängen geblieben irgendwie? Sieht so aus. Ich denke, die meisten sind entkommen. Wieder einmal. Ja, leichte Kavallerie mit echt schnellen Pferden wäre mal gut. Müssen wir die Pferde der Plünderer überprüfen. Ich meine, es ist natürlich primär, sind es natürlich berittene Bogenschützen. Aber naja, leichte Kavallerie wäre schon so in der Art ganz gut. Das sollten wir vielleicht noch revisen. Er ist gestorben, oh mein Gott. Nein, unser Scout. Wie denn? Wie? Komm mal! Wie? Komm mal! Ich will sein Zeug sehen. Ich will es ihm wegnehmen. Weil wir das immer jedes Mal alles verlieren.
Oh mein Gott. Ja, wir haben jetzt auch alles verloren. Ja, das ist irgendwie, weiß ich nicht. Ich finde, die sterben viel zu oft, die Leute. Also kannst du mit denen echt überhaupt nichts machen. Und der hat jetzt auch nicht das schlechteste Eck. Wie ist denn der bitte gestorben? Ich meine, ernsthaft? So, unsere Roguery ist besser. Das Problem hatten wir beim letzten Mal aber auch, ne? Dass echt Leute... Das ist doch super komisch, weil hier zum Beispiel... hier Dingsbums, Trikutia schubst zum Beispiel überhaupt nicht, ne? Ist jetzt echt nicht so, als hätte die jetzt die Überrüstung oder sowas, ne? Ja, weiß ich nicht. Ich find's schwierig, die am Leben zu halten. Vor allem, du kannst ja nicht sagen, sie sollen gar nicht aufs Schlachtfeld kommen. Das wäre nicht die Alternative. Okay. Greif mir mal an. Da sind sie. So, Jungs, dann stellt euch mal auf und Horse! With me! Jetzt kommt der Garde auch noch. Ist ja wieder aus nächster Nähe hier eine mitgegeben, ne? Der Witz ist ja, dass wir die eigentlich echt wegbashen sollten hier. Kommt, Kavallerie, kommt da raus. Das ist tatsächlich alle meine unsere eigenen Pfeile gewesen gerade. Wir sollten echt aufpassen, so langsam. So, jetzt haben wir sie hier gleich ein bisschen im. Ja, wir haben sie. Okay, immerhin einen neuen erwischt, ja? Also wenn, ich sag mal so, wenn der Dismemberment-Mod funktionieren würde, dann wäre das bestimmt einer gewesen. Wow. Ich glaube, das war ein ziemlich kostspieliger Sieg. Wobei, es sind nur zwei Leute. Ein Highwayman, okay, das ist nicht so schlimm. Und ein Torianer tatsächlich. Hm. Ah. Ich muss Level unsere Leute, ne? So ein verlangen Typ. Ich habe wieder mal eine Iron Spatter, die wir auseinandernehmen können. Wenn die Karawanen mehr bezahlen würden, wäre es noch besser, aber. Aber das. Oh mein Gott. Erter. Können Sie bitte weggehen? So, Taverne. Erstmal die Jungs ransomen. Hier gibt es tatsächlich auch nochmal. Ja, warte mal hier für eine Weile. Ja, genau. Wartet er hier vor der Tür, ne? Wir machen mal ganz kurz das Turnier, ja? Der wird kurz warten. Draußen ist kein Problem. Ah, Mercenary Gambeson. Zumindest etwas für einen unserer Follower. Das sind ja nicht mehr so viele. Hat uns gerade in den Hals getroffen. Seht ihr das?
hat unseren Hals durchlöchert. Unser Gesicht richtig durch. Scheiße. Ranger gegen Mittelstürmer und. Der Mittelstürmer gewinnt. Die Prunkpuschelkavallerie. Na gut. Okay, Session Ditte ist wieder abgehauen. Mal ganz kurz euch hier reinschicken, ne, und hoffentlich ein paar Leute hier mitnehmen. Danke. Der weitere Rohling, der weitere Lanzschütze hier. So, jetzt nach Norden. Nicht, dass wir den Typ noch völlig hier verpassen. Wir sind aufpassen, nicht, dass Erta hier auf die Idee kommt. So, oh nee, genau das meine ich. Ach, das ist doch echt nie wahr. Wie schnell ist der? 2,4, 2,8, okay. Ja, super. Beschissener Wichser, Entschuldigung, ey. Nur wegen dem. Naja, und wegen ihm hier, ja. Naja, nur wegen ihm. Und weil die Karawane natürlich halt einfach weiterläuft und uns ignoriert. Das ist ja auch nochmal so eine Sache, ne. Das könnte man natürlich auch anders lösen, ne. Aber ja. Nicht in diesem Spiel. Da ist eine Hideout. Ja, das ist jetzt wieder echt, ja, ohne Worte gewesen. Mal gucken, bei den Shadows, vielleicht können wir ja hier irgendwas Sinnvolles rekrutieren. Nicht rekrutieren, sondern hier kaufen. Jetzt günstige Munis wieder. Die nehmen wir mal alle mit. Die gehen ja weg, wir haben Semmel überall. Imperiale Charger, recht günstig. Die Speed von dem Pferd ist halt echt schlecht, ne? Das ist genau das, was wir haben halt. 500? Man muss mal so, falls wir mal wieder irgendwie einen super krassen Typ hier aufleveln wollen. Jetzt auch wieder ein Turnier. Hier Leute heiraten hier. Die Kosten werden immer größer. Ah ja, zum Beispiel hier ist so ein Spitzenstürmer. Genau sowas meinte ich. Jetzt haben wir zwei Stück. Müssen uns noch irgendwelche coolen Namen ausdenken. Also wenn ihr da Vorschläge habt, so eine Namenskonvention für unsere normalen Truppen, die irgendwie sinnvoll ist und auch ganz geil klingt, dann schreibt sie in die Kommentare. Das ist ja momentan also so ein bisschen, ja, ne, so ein bisschen Slapstick-mäßig. Arena. Join. Muss mal schwierig zu sagen. So, skip. Und, okay. Master Rangers und gegen, okay, wieder gegen Sui. Jedes Mal. Alter, wie habe ich das denn bitte nicht getroffen? Sui gibt. Oh Gott, ist der Master Ranger. Ernsthaft? Der sieht echt geil aus mit dem Hut. Der Hut gefällt mir so gut. Richtig nice. Okay. Ah ja. Ich halte viel zu viel vor, ne, dafür, dass es halt. Danke für nichts, Mister. Was ist das denn für ein Typ hier, Mann? Der ist einfach krass. Uteri, das ist ja mal der Erste, der gescheit kämpfen konnte, gegen den wir angetreten sind. Der macht alle fertig. Schieß mal an hier. Das müsste auf diesen Helm liegen. Der gibt einem Selbstvertrauen. Sekula gegen Uteri im Finale. Ja, Uteri hat gewonnen. Keine große Überraschung. Ehrlich gesagt, aber ja. Irgendwann hat es trotzdem so ein bisschen. Ja, wir verkaufen mal wieder, schätze ich. Einfach nur. Davon haben wir doch eh schon alles, oder? Wrapped, bla bla bla. Ja, 17.000. Also hier vor Ort. Was gibt's denn hier so Nettes? Hier gibt es. Oliveneisen. Also die Olivenfresse, die können wir uns vielleicht kaufen. Die Olivenfresse. Richtig gutes Gut.
Gehen wir in die Stadt. Suchen uns die Olivenpresse. Das machen wir tatsächlich so, weil sonst finde ich in diesem Ding hier überhaupt nichts. Da vorne ist er irgendwo. Ja, so wie mal. Okay. Und das hier scheint das Gebäude zu sein. Hey. Bruder. Ich will das Ding hier kaufen. Das sind 1000, klar. Bleibt beinahe. Und noch Change wird übersehen, come on, like this. Genau. Yes. Okay. Unser erstes Geschäft. Öl. Ja. Damit, das ist der erste Schritt zu unserer Pommesindustrie. Dann bauen wir über Filialen auf. Mit einem roten Logo. Okay. So. Schon sagte, Öl ist normalerweise ein gutes Gut. Damit kann man schon arbeiten. Und tatsächlich keine neuen Leute. Jetzt muss man es wieder irgendwie Arbeit suchen, ha? Jetzt sind wir hier so ein bisschen rumgucken hier. So ganz unauffällig. Ich glaube, hier ist echt noch nichts gebaut. Könnte mal plündern gehen. Oder warte mal, hier gibt es auch eine Quest gerade. Anscheinend. Es ist auch keiner von euch, ja? Kusert, der Prinz. Jamaris von den Hills. Ist einer ein Scout zufällig? Nope. Nope. Sie ist ein Scout. Keller. Der hat einfach alles. Keller. Ich bin Torren, wer bist du? Ja, ja. Ja, es tut mir echt leid, aber... Was? Was? Verschwinde, was ist los mit dir? Als ob ich da jetzt 5 Myriaden zahle, ja? Oh. Die Lake Rats. Na, das ist doch genau was, genau sowas. Das ist, so müssen wir jetzt von denen, die können wir natürlich versuchen zu bekommen, ne? Ja. Ich bin Torren. Hi. Wir sind im Krieg. Tu es. Okay. Das ist mal eine ernsthafte Schlacht. Die können nämlich kämpfen. Nicht so wie diese ganzen komischen Leute. Naja, da hat er ausgereicht, um unseren ganzen Begleiter zu töten. Aber, ja. Okay. Ja, Jungs. Follow me! Folgt mir. Make a speed! Los. Das sind verschiedene Bogenschützen. Eigentlich müssten unsere Leute mit denen klarkommen. Horse Bowman! Give him hell! Ja, wobei, weißt du was? Horsemen! Mounted archers! Stick to me! Nur mal lieber mir. Oh, oh, oh. Sehr schön, perfekt. Infantry! Attack! Bowmen! Move forth! Na komm schon. So, unsere Infanterie kommt. Was sie für kleine Pferde haben. Kleine Pferde.
Fliegen die schon? Wozu ist überhaupt die Infanterie da hinten? Okay, sie fliehen. Sie fliehen. Holt sie euch alle. Angriff. Charge. Da gehst du wohl weg von mir. Zu nah dran für solche Schläge hier. Level für uns. Einen verfolgen. Da war doch eigentlich ein ganzer Tag Kabinettkampf, den wir da hatten gerade. So. Zwei Leute von uns hat's erwischt. Ein Plünderer und ein Rohling. Plünderer ist natürlich bitter, aber naja. Es gab's echt ordentlich Renown. Ja, du bist jetzt mein Gefangener. Eastwand von denen. Oh, wow. So, das ist schwer, der Lanzer teilweise. Hm. Crazy shit, man. So, Mr. Rolling. Das sind nur zwei Upgrades. Bisschen bitter. Aber hier, ne? Mann, Mann, Mann. Das, Freunde, ist doch schon mal, ne? Damit kann man doch arbeiten. Ja. Und hier so ein Ding mit Scheppenbogen. Track Reinforced Touch. Ist jetzt nicht das größte Schild eigentlich. Nimm mal das hier. Das ist das größte von denen. Ist zwar ein Nordschild, aber schon okay. Ja, und sowas müssen wir natürlich tatsächlich hier verarbeiten. Steppen-Arrow. Wow. Das sind ja ein paar eventuell nette Sachen für unsere anderen Leute noch dabei. Für Sui zum Beispiel. Der sollte nicht unbedingt sterben. Oh, guck mal. Noch besser. Jetzt zieh mal nach Value. Einfach mal. Das sind Schuhe, die Rüstung ist nicht wirklich besser, die auch nicht. Ja, nicht wirklich. Die sind aber besser. Sie hat ja genau dieses Zeug hier an. Dieser Bärenpelz ist nicht gut genug. Gut, ich denke, das war's. Mit dem tut man sich trotzdem alles. Okay. Das war genau solche Kämpfe brauchen wir, ja. Sagen Aufbaugegner ist jetzt ein harter Begriff, aber das war schon ein bisschen anspruchsvoller. Wir haben sogar Tactics jetzt mal. So für Less Damage by Range Troops and Simulations. Ja. Guck mal hier, Loose Formations. Ich weiß gar nicht wieso. Ich habe da so eine Ahnung, ja. Okay. Dann mal zurück. Ach komm, wir können noch ein paar Sea Raider mitnehmen, ha? Huh? Wenn sie hier schon so freundlich sind, uns entgegenzurennen. Komm, schick die Truppen. So eine Übermacht, das sollte eigentlich ausreichen. So, mehr Gefangene. Ein Ranger, der besser ist. Ich muss jetzt echt aufpassen aufs Geld. Dass wir uns hier verkalkulieren. Ich mit den Oliven hier. Würde mal ein bisschen handeln. Wow, das sind echt eine Menge. Ein Legata für 34. Gata ist ganz schön weit weg. Wir essen die Dinger ja, glaube ich, auch unterwegs. Pen Canuck für 33. Hm. Nehmen sie mal alle mit hier. Wie viel wir sie in Hadas verkaufen können. Stimmt nicht viel. Okay, erstmal zur Taverne. Oh ja, das ist hervorragend. So. Ja. Dies dachte ich mir schon. Also, es ist Legata oder Pen Canuck. Da werden wir hinreiten gleich. Achso, ich könnte ja bei euch, ihr habt ja auch diese eher. Ja, wobei, das ist zumindest ein größeres Schild, ne? Hm.
Weniger Hitpoints. Nee, wir werden das Zeug verkaufen hier, den Dust. Nachdem wir ein Teil geschmolzen haben. So, Schmelt. Ach, so viel ist zum Schmelzen gar nicht. Guck mal. Aber hier ist so eine Heavy Flank Mace. Guck mal hier. Yeah. Oh, Disc Guard. Gut, und wir haben auf jeden Fall dadurch nochmal Eisen bekommen. Oh, One-Hand Grip. Sehr gut. Was fehlt uns? Ach, tatsächlich. Oh, nee. Bin ich falsch? Annahme hier. So. Ja, mit Sui. Dann machen wir die Galloglay-Axt noch. Und das hier. Ja, und die Iron Pistol sollte man nicht auch mal machen. Also ganz, mal hier Free Build. Haben wir denn jetzt zumindest genug, um mal eine... Nee, wir haben verpackt genau eine Sache. Einen einhändigen Polearm. Da hätten wir theoretisch... Morningstar Spear Guard da vorne. Immer noch kein Pommel. Maximale Länge für alles, ne? Das ist noch ein Teil. Ah, nicht ausklicken. Ah. Naja, und bei den anderen Sachen... Ja, das ist halt... Ja, nur bei den einfachsten Zeug haben wir halt schon ein bisschen mehr zur Auswahl. Ist das bitter, ey. Ja, solange wir noch keinen feinen Stil haben, ist das auch nicht so geil. Okay. Also dann traden wir den Rest. 1400. Da sind mal nette Sachen dabei. Wir könnten vielleicht... ich sagte mal, wir könnten die Boots behalten für jemanden, der eventuell sich noch anschließt und einen von diesen Dingern hier. Das Bild ist halt, dass das halt so komische Armors sind, ne, für Truppen. Und das hier behalten wir dann auch. Ja, und den Rest verkaufen wir einfach. Nicht erheblich weniger jetzt. Aber wir sind auf einem ganz guten Weg. So, wir haben 66 Moral. Vielleicht reicht das, um das sich uns zu verbessern. Bin mir nicht sicher. So, jetzt wollen wir mal. Legata ist da. Und Penkenok ist da. Ist ungefähr gleiche Entfernung, ja? Je nach Penkenok, oder? Und von da aus schauen wir mal, ob wir nicht nochmal so ein Dorf da oben raiden. Ist auch noch ein Turnier. Das nehmen wir natürlich immer mit. Weil freies Training und eventuell irgendwie dieses... Oh, das ist ein schönerer Helm. Ja, kurz gekillt hier. So, das ist dieser elende Untertier gewesen. Und so früher habe ich den rausbekommen, umso besser. So, und Gravit the Loud. Ist jetzt nicht mehr so laut. Mittelstürmer hat auch gute Arbeit geleistet. Ist er raus? Ne, ist noch drin, verdammt. So. Okay. Danke, seid ihr gut anstellen. Oh, das ist eine Couchlands. Großartig. Stirb, du Elender. Romund. Gegen Mittelstürmer und wer gewinnt? Romund natürlich. Und wir jetzt gegen Rodocke Ballester. Oh nein. Oh nein. Ja.
Mach niemals den Fehler zu versuchen, dich mit diesem Ding zu wehren. Zwerg gegen Robund. Oh, okay, es ist tatsächlich ein... Okay, der war nicht so gut wie der Tordi-Typ, diesen anderen. Torund? Tormund? Ulfari, so rum war's. Sehr schön. Wir haben noch einen Helm. Und einen schönen noch dazu. Einen äußerst schönen. Ein Flat-Top-Helm. Der tatsächlich natürlich schlechter ist als unserer, aber vielleicht... Nein. Aber der ist es definitiv auf jeden Fall schöner. Mann hier, Sui. Dann behalten wir trotzdem den hier. Halten sie mal beide. Essen ist noch genug. Jetzt ist natürlich, wie viele Oliven haben wir noch? Oh ne, ich habe die Oliven aus Versehen verkauft. Ich wusste es. Ich wusste es. Irgendwas wird wieder passieren. Verdammte Oliven, Mann. Workshop macht 96, ja. Ein bisschen lächerlich. Was ist mit dir, Bruder? Raw Materials? Nee. So was mache ich nicht. So weit mache ich nicht. Warte mal. Wie viel? Meine Güte. Sag ja. Mullihandel, es ist... Ne, Pferde sind echt Mangelware überall. Das lohnt sich richtig gut. Ich will auch Pferdehändler werden. Die feinsten Pferde. Gehen wir nach Norden. Tja. Wo ist hier denn ein Pferdehändler? Wir wollten jetzt eh mal hier oben hin. Vielleicht finden wir nochmal so einen River Red Typen. Oder irgendjemand anders, der da... Achso, eine Sache noch, ne? Die ist mir so aufgefallen. Ich könnte ja potenziell bei Kingdoms gucken. Bei Vergir. Und hier müsste ich doch eigentlich genau... Okay, die haben keine Kriege gegen jemanden. Nur gegen uns. Ja, zwei sind schon gestorben. Naja, das sind unsere Eltern. Von der Tournament. Ja, ja. Ich gewinne sie alle. Naja, nicht alle, aber ein paar. Und es sind ein paar. Schafe, Eisen, Banditen und ein Turnier für uns. Auch da machen wir natürlich wieder mit. So, wir wollen ja zum Arena Champion wie immer auch aufsteigen. Oh ja, natürlich. Das ist natürlich hervorragend. Chance. Das ist selber, oh Mann, ey. So müssen die hier weg. Das ist ein schlechtes Gebiet hier. Jekulia gegen Aeron. Und wer gewinnt? Aeron. Klar. Klar. So. Wenn wir mit nichts zu tun haben. Ich möchte zum Pferdezüchter, Händler, was auch immer. Der Moinzer. Hier oben gab's doch wieder. Das ist dieser Erter-Typ, ne? Oh nein, das ist ein Lake-Rats-Typ. Komm, geh weg. Ich will den Lake-Rats-Typ alleine töten. Hier gibt's Fälle. 67, ja. Nehmen sie mal alle mit. Kann man im Süden verkaufen. So, in Karbansat ist auch ein Turnier. Auch wenn es wahrscheinlich wieder mit echt ollem Zeug ist. Das gönnen wir uns mal. Ich kann euch übrigens, wenn ihr wollt, diesen Truppentree, den wir hier bisher gebaut haben, auch schon zur Verfügung stellen. Eigentlich war es sogar, dass ich es am Ende erst mache. Aber der ist momentan ja so, dass man ihn theoretisch schon mal bespielen könnte. Naja, wobei das Blöde ist halt, ne? Euch fehlt halt teilweise noch ein bisschen was, leider. Das war's schon. Ragüf. Hier gegen vier. Gut.
Knieschuss. schön. Zum Glück ist das ein relativ kleiner Bogen, wenn das ein großer Bogen gewesen wäre. Was sind unsere besten Einheiten hier? Und wer gewinnt? Die Phalanx tatsächlich. Wow. Weil der ist besser im Einheitwaffen. Sauron gegen Ragyf. Dem alten. Oh Gott. Pferdedieb. Was ist der überhaupt? Run while you can! Doppelhandäxte, ey. Jetzt ging die Phalanx und es sind Schwerter. Selber Move, aber es hat geklappt. 22 und du handed. Was kostet als Preis? Ach ja. Bärpelz. Das ist natürlich. Das haben alle unsere Leute in Bärpelz, ne? 14. Er ist nicht viel schlechter als das, was wir haben. Es ist halt echt so, ne? Ah nee, guck mal, das sind schlechtere Bärenpelze. Zumindest der den Sui hat. Hier. Guck mal, diesen edel Bärenpelz. Behalten wir uns trotzdem hier für den nächsten. Okay. Truppenrekrutierung. Ja. Füllen wir mal auf. So. Wir müssen aufpassen hier, ne? Weil hier ist. Die treiben sich hier noch irgendwo rum, die zwei. Erter und sein. Guck mal, nein, den hier brauche ich. Den da brauchen wir. Ja, genau. Komm her, mein Schatz, komm her. Du kleine Flussratte, du. Ja, es ist mir egal, wer du bist. Ich werde dich töten. Hoffentlich. So. Tja. Kommen sie auf uns zu oder nicht? Weil die hier. Horses! To me! Einer weniger. Ach ja. Natürlich, es ist ja auch so, dass der Infanterie zu Fuß mit dem Speer tausendmal gefährlicher als ein Kavalier mit dem Speer, so hat man manchmal das Gefühl. Also. Okay, Freunde. Ich schätze, wir drücken mal voran. Everyone! Move out! Lass das mal hier hoch. Forward! Noch mehr Taujaner. Diese zwei Banner sind einfach zu wenig. Oh, das ist so komisch drehen, ne? Naja, wie gesagt, mit dem nächsten großen Update, da haben wir ja hoffentlich dann auch Banner. Also in-game. So richtig. Inkludiert. So. So, meine Freunde. Ich hoffe, ihr seid heiß. Ich denke. Hier die. Typisch leichte Kavallerie. Woodman, hear me! Move! Horsebowmen onwards! Meine Horse-Jungs nicht, Mounts! Follow me! Ja, genau deswegen, ne? Warriors! Attack! Bows! Close with them! Kommt. Wenn wir ein bisschen, Ablenkungsreiten machen. Hear me! Horse archers! Stick to me! Hier ist ihr Lager. Ja, 675 natürlich, ja. Auf geht's! Jetzt mal hier den. Oh, mit der Infanterie. Das ist halt auch ein Vorteil, ne? Wenn wir mal umfallen. Das war lieber jemand anders kontrollieren, aber das ist schon okay. Das ist ja Trikulia hier. Ich das mal geskirmischt hier, hä? Shield Wall vorgehen.
So, auf geht's, Leute. Ja, so ein scheiß Typ von hinten angeritten, ne? Sie wieder gegenseitig im Weg hier, ne? Mein Gott, ist das ein Umgeklatsche hier. Oh, Reiter vorbei. Das ist unser Pferd. Gabriel ist charging, Gabriel ist pulling back. Ich kann, wow. Bin nicht mal gut genug, um auf das Ding aufzusteigen hier. Da hinten sind irgendwo welche. Ist das alles, was in unserer Infanterie üblich ist? Nee, da sind noch welche. Das sind aber die Schützen alle. Ist denn da noch einer? So, jetzt haben wir es. Meine Güte, 13 Tote. 10 Verletzte. Leichte Infanterie, Sui, Elite-Infanterie. Warte mal, Sui ist tot oder willst du mich verarschen? Ja, du bist jetzt mein Gefangener. Und Sui ist tot. Offensichtlich. Jesus, ey. Ja, die Rohlinge. Das Gefühl, wir brauchen irgendwie mehr Infanterie immer noch. Ist jetzt Sui echt gestorben? Ich hätte aber noch bessere Sachen, so, so gefühlt, ne? So value-mäßig. Nicht Sui lebt noch, oder? Oder ist Sui jetzt wirklich tot? Ich weiß es nicht. Wir werden die mal, oh, jetzt habe alles ausziehen, was echt gestorben ist. Sorry, Sui, du musst dich kurz mal nackig machen. Hätte ich das so machen können, ne? Ja, doch, tatsächlich. Ja. Ganz ehrlich? Ganz ehrlich? War das nicht hier irgendwo drin? Eigentlich? Gameplay? Ja. Ich hätte gedacht. Ach doch, hier Kampagnenoption. Was ist das? Ja, genau. Altered Age und Reproduce this option can only be changed. Das Ding ist halt. Wir sterben halt ständig nur, ne? Oh nein. Okay. Ja, wir werden damit leben müssen. Sui ist tot. Sui ist tot. Ja. Oh. Oh, klar, sicher. Für 3000 darfst du den Typ haben. Ransom Offer. Meine Güte. Ja, es ist echt. Echt übel mit den Jungs. Ich weiß halt echt nicht, was du machen sollst. Außer die Leute halt irgendwo abzustellen. Die sterben halt ständig. Ich meine, es ist auch genug Nachschub da, aber das ist wieder die so furchtbar teuer war hier. So, wir ransom mal die ganzen Leute. Und ansonsten. Ansonsten denke ich, wenn wir diese überlange Folge mal beenden. Zum Glück sind wir noch nicht gestorben, hä? Das ist echt unfassbar. Nächstens lebt die Kulia noch die ganze Zeit. Wie auch immer sie es schafft, am Leben zu bleiben. Ich weiß nicht, warum die anderen ständig sterben. Ja. Bitte, lasst aus dem Like, wenn es euch gefallen hat. Ja. Macht's gut und bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao, euer Thorin.